Bei meinem letzten Arbeitseinsatz hatte ich an der Verkabelung gearbeitet und wohl damit begonnen, die Leitungen für die digitale Stromversorgung anzuschließen. Und dazu brauche ich jetzt wiederum ein grünes Kabel, um eine Verlängerung bis zu dem Weichendecoder hier vorzuziehen. Das ist jetzt mechanisch natürlich erst belastbar, wenn es verlötet ist. Der Lötkolben köchelt gerade schon. Und dann möchte ich hier noch das rote Kabel splitten. Hoppla. Denn auch dieses rote Kabel muss ich ja verzweigen. So, dann hoffe ich mal, dass das Ding hier warm geworden ist. Nun kann ich nämlich die Länge abgreifen. Dazu sage ich jetzt nur verzinnen und rein damit. Gleiche jetzt nochmal in Rot.
So, okay. Und damit müsste ich jetzt mal mit der dritten Weiche, die ja anlagentechnisch die erste ist, anfangen. Und da könnte ich als erstes mal die Verlängerungskabel für den Digitalstrom einsetzen. Das kann ein kleines Stückchen tiefer sein, kürzer sein. Muss aber natürlich genauso verzinnt werden. Und jetzt der Spaß auch noch mal in Grün. Nicht gut. Scheint aber zu halten. So, den Burschen werde ich noch verzinnen. Den Kolben rausziehen. Für dieses Mal war es das wieder.